Allions, Auriel, ihr Engel der Hoffnung, ist von Rakanoth, dem Herrn der Verzweiflung, entführt worden. Ich werde sie finden und den Himmeln die Hoffnung zurückgeben. Das denke ich doch auch. Hier sind auch schön viele Speicherpunkte. Was ganz praktisch ist, falls das Spiel gleich wieder Gang macht. Wofür haben wir gerade Erfahrung gekriegt? Da stand gerade Erfahrung. Naja. Gepanzerte Vernichter wurden nicht mehr gesichtet, seit Diablo vor hunderten von Jahren aus den brennenden Höllen verbannt wurde. Vorher stellten sie den Großteil seiner Armee. Er greift auch Vasen an, warum? Sollte der Herr des Schreckens je zurückkehren, so werden sie seine Vorboten sein. Oh, die lösen sich aber toll auf hier. Passieren überall irgendwelche merkwürdigen Dinge. Ich weiß gar nicht so richtig was. Naja. Scheint alles seine Richtigkeit haben. Die hauen aber auch rein. Das ist ein guter Zeitpunkt, Level 30 zu erreichen und neues Equipment zu kaufen. Die Phasen hier einmal kaputt machen. Ja. Ja, das scheint mir wohl auch so. Dazu müssen wir bestimmt noch irgendwas tun. Dann gehen wir doch einfach erstmal hier lang. Da unten ein Gegner. Ja, das habe ich doch verstanden. Schauen wir mal die Engel hier los. Und laufen weiter. Hier lang. Wir haben eh keine andere Möglichkeit. Oh, die machen Schaden, indem sie auf mich drauf fallen. Finde ich ja gar nicht mal so gut. Schrein der Gunst. Und ein Taumportal. Erstmal noch, was hier ist. Hier ist nix. Hier sind noch viele Vasen gewesen. Vasen gewesen. Die Bibliothek des Schicksals. Schon wieder ein Video? Oder sowas in der Art. Oh, hi. Ihr laubt euch frei von den Ketten des Schicksals, Nifalem. Aber alle werden vor Fürst Diablo niederknien. Ach, die reden immer so furchtbar viel und dann kommt da nichts mehr raus. Da steht auch in meinem Erdbeben drin. Und ist tot. Tja, die Sachen sind zwar gar nicht schlecht, aber
Wir haben nur mal bessere Dinge. Hab Dank, Nephalem. Ich hatte gehofft, dass die Schriftrolle des Schicksals nicht recht hatte. Dass dieses in Unruhe versetzte Reich wieder zur Harmonie finden würde. Ich sehe jetzt, dass alle Hoffnung in euch liegt. Ihr seid nun losgelöst von den Ketten des Schicksals. Mit meinem Segen könnt ihr nun Diablos Verderbnis bannen. Durch sie werden die Tore verborgen, über die seine verfluchten Diener diesen geheiligten Ort betreten. Die Tore müssen geschlossen werden. Es wäre mir eine Ehre. Milady, dann machen wir doch die Tore mal zu. Ich habe Diablos Champion besiegt und Hoffnung wieder erstehen lassen. Ich dachte, auch Tyraels Glaube würde wiederhergestellt werden, aber er bleibt verschollen. Wie dem auch sei, ich werde Diablos Höllenportale nun zerschmettern. Ja. Wenn wir dann mal wieder zum Spielen kommen und keine Videos gucken. Im Nordosten am stärksten. Im Nordosten? Naja, wir gucken einfach mal, was hier so ist. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Spielspaß haben, bevor wir Diablo legen. Niemand. Oh, jetzt habe ich den Engel getötet, anstatt ihn freizulassen. Es tut mir aber leid. Komm, mach mit. Mach doch auch mal eine Vase kaputt. Hast du eben auch gemacht. Dann gehen wir hier weiter. Nee, hier ist ja nämlich nichts. Na Leute. Da ist was geflogen. Noch was. Da, hallo. Wenn wir jetzt nochmal so zwei, drei starke Gegner kriegen, dass wir hier das Level abmachen können, das wäre doch ein Traum. Was macht der denn da? Was ist das? Hier ist was. Hallo, Mr. Engel, Sir. Ihr müsst das Tor verwenden. Na, dann machen wir das doch. Machen wir es zu. Machen wir zu, die Bude. Sieh dir diese Geigen an. Jetzt riefen sie mit höllischer Verderbnis. Ja, da gehen wir gleich erst rein. Wir gucken erstmal noch gerade, was hier ist. Das ist noch eine Riesenaxt. Oh, au, au. Hier sind auch noch ein paar Gegner. Und da haben wir Stufe 30. Dann nehme ich jetzt noch eine passive Fertigkeit mehr hier. Steinhart. Rüstung. Ja, machen wir mal ein bisschen mehr Rüstung. Und wir können Spalten, Abschlag. Und statt dem Erdbeben können wir jetzt den Zorn des Berserkers. Das wollen wir aber nicht. Wir hatten beim Erdbeben gar keine Rune drin. Diese Engel sind verdammt. Das ist ja blöd. Wir müssen sie vernichten und ihr Leiden beenden.
Das Tor zur Hölle. Hallo. Oh, hier kriege ich ganz schön viel Schaden. Aber das hat gerade schon wieder gute Erfahrung gebracht, diese eine Stelle hier. Scheinen wir hier mit der Stufe auf jeden Fall genau richtig zu sein. Und wir könnten mal gerade... wie wir das ja auch schon... Na... angedacht haben. Diese dämonische Verderbtheit wollte ich nie wiedersehen. Oh, der hätte mich jetzt hier fast unterbrochen. Gerade ins Auktionshaus gehen und gucken. Wenn die Dämonen zurückkommen, werde ich es vielleicht auch mal probieren, gegen sie zu kämpfen. So gut habe ich mich nämlich schon lange nicht mehr. Was wir da so finden können. Dazu müssen wir aber erstmal gerade hier die Sachen ordnen. Hier habe ich ja die Sachen, die ich noch nachträglich verkaufen wollte. Man kann ja immer nur 10 Auktionen gleichzeitig haben. So. Und dann gehen wir doch mal auf Spiel verlassen. Schade, dass man nicht direkt aus dem Spiel ins Auktionshaus gehen kann. Mal gerade gucken. Ist hier schon wieder was abgeschlossen worden. Ach ja, guck mal. Jede Menge sogar. Haben wir doch direkt noch ein bisschen mehr Gold. Und können hier auch noch mal gerade... machen wir mal 4.500, 5.000. Jep. 4.000. Oh, das ist ein bisschen viel. 6.000. 3.500, 4.500. Ich mache jetzt einfach mal irgendwas hier. 4.500, 4.500. So, und jetzt können wir keine Auktion mehr machen. Weil bereits 10 Stück laufen. So, und dann gucken wir mal nach Ausrüstung für den Baba. Einhand, alle Einhandwaffen. Wir wollen da Stärke drin haben. Wo ist denn Stärke? So, und gesockelt. Soll das vielleicht auch noch sein? Ah, gucken wir erstmal nach dem hier. Und Sofortkaufpreis müssen wir nicht machen. Stufe 30. Bis Stufe 30. Suchen. Spektrum. Ja, das ist vielleicht ein bisschen teuer. Vielleicht sollten wir dann hier doch eine Obergrenze maximal Sofortkauf von 100.000. Und dann sortieren wir das nach Schaden und sehen hier 50. Der würde aber wesentlich weniger Schaden machen. Das habe ich mir nämlich fast gedacht, dass hier jetzt wieder diese komischen Sachen kommen, die einfach schlechter sind als das, was wir jetzt haben. Die bringen alle nur wesentlich mehr Leben und wesentlich weniger Schaden. Hm. Ich meine, was sollen wir damit? Damit machen wir 47 Schaden mehr. Wir können das ja auch mal auf 125 machen oder auf 120 machen und gucken, ob sich da großartig was ändert. Aber wahrscheinlich nicht. Der macht aber dann noch 4 bis 8 Giftschaden, das wäre ja schon mal besser. Wie viel kostet das Ding? 120.000. Das mal kaufen? Haben wir 100 Schaden mehr? Wir kaufen das jetzt einfach. Sofortkauf. Zack. Jetzt haben wir noch 5.000. Damit werden wir wahrscheinlich nichts machen können. Ja. Dann haben wir immerhin eine neue Waffe für den Barbar. Und machen weiter. Los! So. Es ist gut, wieder mit euch zu kämpfen. Achso, das ist in der Truhe. Hä? Wo ist es? Nein, ich habe was vergessen.
Wir müssen nochmal das Spiel verlassen, es tut mir leid. Und ins Auktionshaus und auf abgeschlossen und an Beutetruhe senden. Das hätte ja auch nicht von alleine funktionieren können. Und jetzt Spiel fortführen. Es ist gut, wieder so. Mit euch zu kämpfen. Jetzt aber nehmen wir die Waffe. Ah, ich hatte gerade kurz die Hoffnung, dass wir das noch besser sockeln können, aber können wir nicht. Warum hat er denn da so ein Sternchen? Er kriegt jetzt auf jeden Fall diese Waffe. Im Moment macht er 55 Schaden, jetzt macht er 65 Schaden. So, da holen wir den Stein raus und die Waffe werden wir verkaufen.